Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Das ist das dritte Video der Whistleblower-Reihe. Im ersten Video hatte ich die Rechtsgrundlagen in der EU-Richtlinie dargestellt. Im zweiten Video ging es um die Sicht des Whistleblowers. Da kam klar raus, welche Unsicherheiten dem Whistleblower entgegenschlagen und was die Voraussetzungen sind, dass sich eine positive Kultur entwickeln kann. In dem Video geht es jetzt um den Verdächtigen. Warum eigentlich sich für den Verdächtigen interessieren? Da möchte ich mit Franz Kafka anfangen und dem berühmten Anfang seines Buchs Der Prozess. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Also aus der Sicht des Verdächtigen ist Whistleblowing ein Problem und das Problem hängt auch vor allem mit der Intransparenz zusammen. Wir reden doch von einer offenen Fehlerkultur. Warum geht denn dann nicht der Whistleblower zu demjenigen hin und spricht ihn auf das an, was er nicht in Ordnung findet, anstatt möglicherweise anonym oder vertraulich unter Umgehung der üblichen Berichtswege und vorgesetzten Verhältnisse sich zum Beispiel an Compliance zu wenden oder vielleicht sogar gleich zur Staatsanwaltschaft geht oder die Presse einschaltet. Aus der Sicht des Verdächtigen drohen erhebliche Nachteile. Seine Reputation, sein guter Ruf stehen auf dem Spiel. Es kann sein, dass er ein Strafverfahren bekommt. Und natürlich kann es die Karriere kosten oder möglicherweise sogar Schadensersatzpflichten auslösen. Und es gibt möglicherweise sogar Whistleblower, die selbst an der Tat beteiligt waren. Man hat 5 Jahre lang korrupte Vertriebspraktiken mitgemacht. Und jetzt erpresst man eben einfach jemanden, um mit der Drohung die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Also Whistleblowing ist mitnichten etwas, was immer nur positiv besetzt sein kann. Und das ist die große Schwäche des ganzen Whistleblowing-Komplexes. Es gibt die Befürchtung, dass Denunziantentum gefördert wird, dass eine totale Überwachung eintritt und dass Konkurrenten einfach so Vorwürfe erfinden, um einen die Beförderung madig zu machen. Und das ist tatsächlich die größte Gefahr, die ich sehe, wenn ein Unternehmen, jedenfalls in Deutschland, ein Whistleblowing-System einführt, ohne das gut kommunikativ zu begleiten und vorzubereiten, nämlich, dass das System nicht angenommen wird. Wir haben ein Recht auf Privatsphäre. Es ist in Europa prinzipiell nicht akzeptabel, geheim Daten zu verarbeiten, die jemand anderen, einem anderen Menschen schaden können. Und selbst wenn man Straftäter ist, steht einem ein faires Verfahren zu, in dem man sich verteidigen kann und in dem die Unschuldsvermutung gilt. Ein Whistleblower-System, das Akzeptanz finden will, muss auf jeden Fall diese Rechte wahren. Okay, das System muss aber auch robust sein. Zugegeben, nicht jeder Verdächtige ist ein Täter. Und deswegen muss das System im Grunde genommen berücksichtigen, dass jemand entweder zu Recht verdächtigt sein kann und dann wird er alles abstreiten, vertuschen, manipulieren und Druck ausüben, vor allen Dingen auf den Whistleblower. Aber es kann auch sein, dass die Verdächtigung zu Unrecht geschieht, dass es gar nicht stimmt, dass es gute Gründe gibt, warum derjenige, dessen Verhalten erstmal komisch ausgesehen hat, es getan hat. Und dann steht ihm Rehabilitation und Schadensersatz zu. Ich meine, es ist relativ klar, dass Whistleblowing eine schwierige Angelegenheit ist. Klar, der Hinweisgeber selbst muss geschützt werden, aber eigentlich ist es auch so, dass der Verdächtige
nicht stigmatisiert werden darf und dass man das Verfahren auf jeden Fall so ausgestalten muss, dass die Privatsphäre, die Rechte des Betroffenen gewahrt werden und er ein faires, unparteiisches Verfahren hat. Das ist die Sicht des Verdächtigen. Im nächsten Video geht es um die Sicht des Unternehmens. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn die Whistleblower-Reihe fortgesetzt wird.